Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge X3 Army Pilot mit der EMC 4 P-Mod. Ja, letzte Folge, ein bisschen sehr, sehr viel geredet. Hab dann auch den Xenon Hub, also den Boronischen Hub, mal angefangen. Und ja, jetzt muss ich erstmal 50 Mikrochips bekommen. Das ist doch schon mal eine kleinere Hausnummer für mich, diese 50 Mikrochips zu bekommen. Aber ich denke mal, auch das sollte irgendwie machbar sein. Ich muss ein bisschen langsamer sein, dass ich dieses Schiff jetzt auch nicht zerstöre, wenn ich es am Übernehmen bin, da ich nicht so schnell vorbeifliege. Komm, Übernahme, 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 Übernahme. 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 Okay. Das Schiff gehört mir. Docke an, Xenon Hub. Das ist nur die Frage. Linie der Energie. Nee. Föderationsbörse. Puh, ich brauche jetzt ein Mikrochips. So. Nein. Spaß lieber so. Energiezirkulum. Ja. 50 Stück. 50 Stück. Oh mein Gott. Ach, der hatte ja keine gehabt, ne? Der hatte ja keine gehabt. Ah, verdammt. Der hatte ja keine gehabt, stimmt ja. Eieieiei. Wolkenbasis Nordwest. Bitte hast du welche? Bitte hast du welche? Ich glaub's wohl eher nicht, ne? Erreiche System. Wolkenbasis Nordwest. Wow! Freie okay. Das ist sehr viel Glück, dass der mal so viele Mikrochips hat. Okay. 50 Stück, ne, waren es gewesen, ja. 50 Stück. Okay, dass der auf einen Schlag so viele hat. Oh nein, ich habe mich gecheatet. So. Vorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators. Es ist immer schön, Freunde. Alter, fast 700.000 Credits. Zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Diese paar Mikrochips da. Energiezellen zur Verfügung, ja. Sprungantrieb wird geladen. 10% 2. Da muss ich wieder mal schnellstmöglich auffüllen. System, unbekannter Sektor. Xenon Hub. Der Xenon H ist der kleinere Flug von der Xenon. Oh, Impulsstrahlen mit da. Ja gut, okay, die interessieren mich eher weniger. Und es ist nach wie vor selten. Aber dafür hat er sehr, sehr gute Schilde. Oh, da kommen noch mehr Schiffe rein. Haha. Energietransport. Ha. Bitte überlasst mir euer Schiff. Eingehende Nachricht. Bitte überlasst mir euer Schiff. So, weil... Ich glaube, bei euch kann ich eigentlich ganz gut verkaufen. Oh, schade. Xenon, Xenon, Frachtguttransport. Ha. Er greift hier nicht an, okay. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Achso, der ist ein bisschen oberhalb, okay. Kein Ziel, eingehende Nachricht. Okay. Ich muss so schnellstmöglich diesen, diese Xenosektoren muss ich schnellstmöglich trennen.
So, Mikrochips. Vorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Mikrochips werden aus Siliziumscheiben her... Gut, das sollte ausreichen, um es zu vollbringen. Diese Struktur ist so faszinierend. Jetzt verstehe ich, warum mein werter Kollege Balaji dies vor seine eigene Sicherheit gestellt hat. Es ist tatsächlich ein Hub. Ein Tor-Hub. Hier, wie Sie sicherlich sehen können, gibt es drei Toranlagen. Und diese Anzeigen scheinen zu bedeuten, dass die internen Systeme dieser Struktur jede dieser Toranlagen kontrollieren. Momentan weiß ich noch nicht, worauf diese Kontrolle zugreift. Aber ich glaube, dass ich die zweite Anlage aktivieren kann. Oh, ich glaube sogar, dass ich bereits dabei bin, die Anlage zu aktivieren. Ich werde nun versuchen, eine Verbindung herzustellen. Oh, großes Königinnenreich! Alle Tore haben sich abgeschaltet. Es scheint, dass der Hub zu beschädigt ist, als dass er in der Lage wäre, zwei Toranlagen am Laufe zu halten. Ich glaube, Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Ups, das war jetzt ein Fehler von mir. Nochmal. Verdammt! Das war jetzt ein Fehler von mir gewesen, sorry. Muss man halt nochmal neu machen. Eieieiei. Ah, Fehler passieren. Andockvorgang erfolgt. So. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Gut, das sollte ausreichen, um es zu vollbringen. Diese Struktur ist so faszinierend. Jetzt verstehe ich, warum mein werter Kollege Balaji dies vor seine eigene Sicherheit gestellt hat. Es ist tatsächlich ein Hub. Ein Tor-Hub. Hier, wie Sie sicherlich sehen können, gibt es drei Toranlagen. Und diese Anzeigen scheinen zu bedeuten, dass die internen Systeme dieser Struktur jede dieser Toranlagen kontrollieren. Momentan weiß ich noch nicht, worauf diese Kontrolle zugreift. Aber ich glaube, dass ich die zweite Anlage aktivieren kann. Oh, ich glaube sogar, dass ich bereits dabei bin, die Anlage zu aktivieren. Ich werde nun versuchen, eine Verbindung herzustellen. Oh, großes Königinnenreich! Alle Tore haben sich abgeschaltet. Ja. Unbekanntes Objekt. Uiuiuiui. Unbekanntes Objekt. Das war knapp. Und ich könnte mal hier mal... Ich hab's ja bei der letzten Tour vergessen, einen Screenshot zu machen. Aber das ist irgendwie ganz komisch, weil YouTube übernimmt irgendwie meine Screenshots nicht mehr. So, machen wir hier ein bisschen weiter weg. Und F9. So. So, der nächste. Bitte. Unbekanntes Objekt. Ich muss daran denken, dass ich Steuerung drücken muss. Ei. Moment mal, seit wann ist denn da hinten eine Sonne? War da immer eine Sonne gewesen? Ja, ich weiß gar nicht mehr. War da immer eine Sonne im Hintergrund gewesen? Ich glaub's nicht, ne? Boah, lange ist es her. Unbekanntes Objekt.
Und man konnte da, glaube ich, auch... Könnte man auch rausfliegen? Ich weiß das gar nicht mehr. Also wo die Schlitze sind, ob man dort wieder rausfliegen konnte. Oh. Oh, da kommt eine J reingeflogen. Oh, 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 oh. Deswegen muss ich hier ganz schnell... Oh, da kommt noch mehr reingeflogen. Oh, die nehmen Kurs auf mich, wie es aussieht. Gute Arbeit, mein Freund. Angreifer. Ich bin sicher, dass ich die Lichtanlage wieder zum Laufen bringen kann. Wissen Sie was? Ich denke, wozu dieser Hub fähig ist. Diese Tore könnten dazu benutzt werden, sich in die andere Torverbindung zwischenzuschalten. Überall. Und man muss lediglich den Hub zwischen den beiden Toren platzieren. Können Sie sich die Möglichkeiten vorstellen, die sich uns mit unseren aktiven Anlagen auftun? Argenheim, Königsthal und Firmenstolz. All die großen Distanzen zwischen den Sektoren könnten auf nur einen einzigen Sektor verringert werden. Bitte, geben Sie mir etwas Zeit. Okay, okay. Tschüss. Oh mein Gott, was kommt denn da alles angeflogen? Wenn die jetzt meinen Hub zerstören, ich bin mir auch nicht sicher, ob die das können. Sonnenkraftwerk L Delta. Ich bin jetzt nicht sicher, ob die das können. Meinen Hub zerstören. Keine Ahnung. Dann habe ich da ein ganz klitzekleines Problemchen. Andock-Vorgang erfolgreich. In Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk. Wir behalten das Ganze mal im Auge. Das weiß ich nicht, weil... Die greifen hundertprozentig den Hub an. Mal den Sinsen mal weiter aktiviert lassen. Ich möchte gerne wissen, was da passiert jetzt. Was müssen wir tun? Wir müssen so oder so nochmal dorthin fliegen. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Erreiche System. Unbekannter Sektor. Nee. Die Kuh. Das ist die Frage. Ja, die machen Jagd auf mich, wie es aussieht. Ja, die machen Jagd auf mich. Landete Schiffe 2. Andock-Vorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Rede mit mir, Ma. Sie sprechen mit dem... Nee, kann nicht. Ich habe es geschafft, die erste Toranlage zu reparieren. Sie sprechen mit dem... Nee, kann nicht. Ich habe es geschafft, die erste Toranlage zu reparieren. Unglücklicherweise scheint der Energiegenerator des Hubs beschädigt zu sein, weswegen die Toranlage leider nur einmal verbunden werden kann. Danach ist es unmöglich, eine Verbindung mit irgendeinem anderen Tor herzustellen. Wir müssen weise einen Sektor auswählen. Ich glaube schon. Denke ich. Das hoffe ich. Trotzdem brauche ich eine Menge Material. Ich werde eine Liste für Sie vorbereiten. Lesen Sie sich die Liste bitte durch und entscheiden Sie, zu welchem Sektor ich die Verbindung herstellen soll.
Verbinde Sprungtor. Wer geht's denn? Ja. Und zwar erstmal Mini-Ausgrenze. Ne? Moment. Oh. Ja, die greifen den Hub an. Die greifen den Hub an. Greifen den Hub an. Das muss ich jetzt noch weiter im Auge behalten. Ob sie noch weiter den Hub angreifen. Erreiche System. Ah. Ich muss irgendwie die Xenon-Schiffe hier wegbringen. Das heißt, ich habe ja noch meine Raketenfregatte. Die P's könnten ein kleines Problem darstellen. Die Truhe sind aktiv. Ich benötige Ihre Hilfe bei der Auslieferung. Ah, 15.000 Teladium. Kamper mit Fundgrube. Okay, ich hätte das sollten nicht tun. Ich hätte sollten hingehen und wirklich Teladiumplatten nehmen. Ui. Ach ja. Torverbindung, ja. Oh, ich brauche doch 10.000. Ja, 10.000 Stück brauche ich. Oh. Nur die Schiffe. Die machen wir dort ein kleines Problemchen. Da muss ich die irgendwie erstmal wegbekommen. Die paar Schiffe da. Upsala. Erreiche System, unbekannter Sektor. Hier sind auch schon die ersten Yaki-Schiffe. Das finde ich auch wunderbar. Hier, die SCP will dran glauben. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Warnung, Energielevel niedrig. Boah, wie die Schilde fallen. Und wie ich gleich falle. Hallo.
Okay. Ach, shit. Da habe ich mir wieder den besten Sektor ausgewählt. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, oh. 40, 50, 60, 70, 80. Oh, Pulsstrahler. Oh, sehr schön. Erreiche System, unbekannter Sektor. Xenon J. Finde die Waffe eigentlich ganz nett, weil sie greift eigentlich alles Mögliche an Schiffen. Eigentlich gar nicht so verkehrt. Diese Waffe. Okay, jetzt muss ich weg. Uiu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 
Und schnell weg. Ach, hier wäre es gleich mal die Hyperion. Nochmal sehr, sehr gut. Weil die noch schneller ist als die Sunlight. Es gibt Vor- und Nachteile, muss man sagen. Oh, das ruckelt hier bei mir ganz schön. Ich glaube, ich habe hier eine Jacke wieder feindlich gemacht. Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Oh, ich habe eine L. Zwei Ls. Zwei Ls, sehr schön. Gibt nur mal ein bisschen extra Cash. Aua. Hört doch mal auf. Rakete im Anflug. Dieser Raketenalarm da. Ah, ja, ja. Es klappt eigentlich ganz gut. Mehrere Schiffe auf einen Fleck hier zu zerstören, das ist gut. Wenn jetzt, sage ich mal, nur M3-Jäger sind, dann ist das Ganze noch einfacher. Die fallen dann nämlich noch schneller um. Ich muss aufpassen mit dem Dicken da hinten. Dass der mich nicht unnötig zerstört. Und auf die Fracht muss ich natürlich auch aufpassen, weil die werden ja auch verloren. Was? Das Xenon-Q? Wow! Okay, das Q war aber ganz schön schnell weg. Kann das sein? Je weiter man weg ist... Oh. Je weiter man weg ist, desto mehr Schaden macht man auch. Ich bin mir das echt nicht so sicher. Ich bin mir das echt nicht so sicher, ob das wirklich so ist. Keine Ahnung. Könnt ihr mir ja in den Kommentaren schreiben. Hier, wie schnell die hier wegplatzen. Oh, das ist göttlich, diese Waffe. Ich glaube, je weiter man weg ist, desto mehr Schaden macht man auch, glaube ich. Ich bin mir echt nicht so sicher. Ah, Energiezellen. Schöne, schöne Waffen hier. Jetzt kümmern wir uns noch einmal um das J und dann würde ich sagen, machen wir auch für heute mal Feierabend. Wird dann, sage ich mal, eine kleine Überlänge werden. Aber mich stört es eher weniger. Hauptsache, ich bekomme hier meinen Sektor wieder sicher. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Warnung, Energielevel niedrig. Uiuiui. Ja, ganz böse Waffen an Bord. Hatte der Ding... Oh, aber die Schilde sind so schnell gefallen. Aber natürlich, die Hülle braucht nämlich Ewigkeiten, bis sie fällt. Aber die Schilde, habt ihr das gesehen, wie die Schilde gefallen sind? Das ist unglaublich. Also für solche Schiffe zu entern, ja,
Oh, was hat denn der für schöne Waffen drauf? Ich muss nur aufpassen, dass der mich jetzt dann nicht so großartig erwischt. Ah, oh, es kommen die Viecher noch. Puh. Oh, ja. Ich speichere mal lieber. Sicher. Ah, weil das Q habe ich ja schon erledigt. Ja, bei drei Schiffen die Schilde runter. Ey, die Waffe, die ist einfach nur geil. Ich weiß nicht mehr, wer mir den Tipp gegeben hat. Ich glaube, das war der W88 gewesen. Danke für den Tipp. Also echt danke für den Tipp. Mit diesen Schockwellen-Generatoren. Dass die so reinhauen. Okay, das Schiff nervt jetzt etwas. Ist das ein PX? Ist das ein PX? Ja, das ist ein PX. Aber dass die Schilde so reinhauen. Wow. Ich muss doch schnell meine Waffen hier oder meine Sachen hierher bekommen. LOL. Uhuhu. Ach ja. So, ich flieg mal da drunter. Eingehende Nachricht. Oh. Ganz böse. Das war jetzt ein Fehler von mir. Ui. Ja, der schießt noch auf mich. Das war knapp. Rakete im Anflug. Ah, die fliegen hinten durch das Tor durch. Okay, liebes Xenon J. Benimm dich. Nein, es benimmt sich nicht. Ich bin doch zu weit weg, kann das sein? Ja, jetzt. Wow, wie die Schilde fallen. Warnung, Energielevel niedrig. Wahnsinn. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Wahnsinn, wie die Schilde fallen. Es dürfen mich die dicken Geschütze nicht erwischen. Na gut, wobei, ich habe ja noch 70% Schilde. Dann das ein oder andere Schüsschen kann mich schon, schon treffen. Oh, da kommt schon eins auf mich zu. Da kommen mehrere auf mich zu, muss ich sagen. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Aua. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Bis der platt ist. Wenn er nur mal so eine dicke Rakete würde abschießen, dann wäre er auch ganz, ganz schnell hops. Oh, er kommt jetzt dann näher. Ich muss da gucken, dass ich mich jetzt ein bisschen seitlich bewege zu ihm. Ich glaube, seitlich ist doch auch eine gute Möglichkeit, für relativ viel Schaden an ihnen auszuteilen. Dass die Waffe auch richtig trifft. Kann das sein, dass ich mich irre?
Das sind halt die Waffen, die mich halt immer treffen. Die sind so schnell. Also die Projektilgeschwindigkeit. Aber es sieht gut aus. 39%. Jetzt kommen noch die dicken Geschütztürme dran. Ja. Und dann, wenn ich das Schiff hier zerstört habe, werde ich meine Haar nehmen. Die soll dann hier das alles hier einsammeln. Die ganzen Waren, Fracht und was weiß ich alles. Ich muss aber vorher noch kurz reparieren, damit er noch mal ein bisschen schneller unterwegs ist. Okay, deine Waffen machen hier sehr, sehr viel Schaden. Kollege. Okay, jetzt kommt der mit denen hier an. Hoffentlich kriege ich dich doch gleich klein. Wir haben die letzten 7% da noch. 6%, 5%. 3, 2, 1. Tschüssikowski, Kollege. Puh, so. Ziel vernichtet. Gut. Dann würde ich sagen, ich nehme mir mal gelandete Schiffe. Kommandos folgen mir. Ich habe hier noch einen Xenon P. Aber der wird mich jetzt eher weniger stören. Ja, die 25 Megajoule Schilde sind weg. Ich werde mal noch hier noch die Energiezellen holen. Ja, genau. Und da würde ich sagen, was ist gewesen mit dieser Folge? Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Tschüss.